Eine langweilige Mathevorlesung gibt es bei Professor Norman Fickel an der Uni Erlangen-Nürnberg nicht. Als zum Ende der Veranstaltung schon die Studenten für die nächste Vorlesung hereintrotteln, inszeniert er einen veritablen Ausraster. So, Entschuldigung, jetzt habe ich noch drei Minuten Zeit. Ich muss schnell einen kleinen Tobsuchtsanfall loswerden. Deshalb schalte ich natürlich mein Mikro rauf. Bitte halten Sie Ihre Ohren zu. So, wenn Sie schon meine Vorlesung nicht von Anfang an besuchen, dann können Sie wenigstens ruhig sein. Ja, und jetzt raus aus dem Hörsaal, alle, die hier nicht sitzen, raus. Aber hopp, hey, ich komme hier oben rauf. Da meinen Sie, ich sage hier unten nur was und meine es nicht so. Die ich erwische, die noch oben sind, die mache ich sowas zur Sau, sage ich Ihnen. Sowas zur Sau. Da schaffen Sie es nicht mehr auf den Ökobauernhof. Raus hier aus dem Hörsaal. Raus, aber flott. Ja, das geht ja noch. Raus. Das macht Spaß, das macht sowas von Spaß. So, jetzt aber schnell zurück, weil ich habe bloß noch 2 Minuten, um die Aufgabe zu Ende zu bringen. Ha, das tut gut. Manchmal wacht man morgens auf und denkt, ich bin so ein kleines Schwein. Aber wenn man dann so einen Hubsuchtsanfall loswerden kann, dann fühlt man sich wieder cool, wie der schärfste Eber. Ja, raus hier! Ja, ich sehe sie immer noch weg! Gelacht wird es recht nicht! Ha, ich bin der Obereber. Tatsächlich war der Tobsuchtsanfall gar nicht so ernst gemeint. Der Professor ist für seinen eigenwilligen Humor an der Uni längst bekannt. Und auch die fragliche Vorlesung begann launig. Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir setzen unseren mathematischen Höhenflug vor. Also weiterhin befinden sich 4 Notausgänge hinter Ihnen, der eine noch seitlich daraus. Und im Fall, dass der mathematische Höhenflug zu Schwindelgefühlen führt, dann fällt automatisch eine Sauerstoffmaske von der Decke runter. Bitte denken Sie daran, dass Sie, auch wenn Ihr Nachbar ebenfalls bewusstlos geworden ist durch zu viel Mathematik, sich selber die Sauerstoffmaske zuerst aufsetzen und dann erst Ihrem Nachbarn helfen. Und so ging die Vorlesung auch versöhnlich zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen friedlichen Dienstagnachmittag und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.